Aber auch gut, schwerer Start in das Heimturnier, ein 2-2, wo man eigentlich die bessere Mannschaft war. Und trotzdem fallen zwei Gegengol, ein Penalty und eins aus dem Nichts. Wie sieht man das als Innenverteidigerin? Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich gut gestartet, sind nachher durch den Penalty nachher ein bisschen, aus der Ruhe gekommen und haben ein bisschen den Rhythmus verloren. Das war wirklich unnötig gewesen. Ich glaube, auch zu dem Zeitpunkt sind wir eigentlich die bessere Mannschaft gewesen, wie das ganze Spiel auch durch. Nachher beim 2-0 natürlich auch völlig unnötig. Darf man sie nicht so frei schiessen lassen, aber ich glaube, schlussendlich zählt das Unentschieden. Den Punkt nehmen wir unglaublich gerne mit heute. Und ja, es war wirklich eine unglaubliche Leistung, auch am Schluss einfach eine Willensleistung, weil dass wir die zwei Goal noch geschossen haben. Wir haben ja jetzt eine spezielle Situation, dass sie jeweils die Gegner auch noch vor dem Match anschauen können. Ich weiss gar nicht, wie viel sie das gemacht haben. Was haben Sie das Gefühl, wird das Turnier noch mal härter jetzt im nächsten Spieltag in Zug? Ich glaube, es geht genau in diesem Rhythmus weiter. Also, es war heute schon hart gewesen, es wird auch die nächsten zwei Spiele hart. Aber wir tun das jetzt die nächsten zwei Tage perfekt erholen. Brauchen alles, was wir haben. Und nachher gehen wir top vorbereitet wieder ins nächste Spiel, da bin ich überzeugt. Als Captain an so einem Heimturnier kann man sich ja auch selber ein bisschen profilieren. Und Sie haben jetzt die Chance, sich eigentlich zu zeigen für die WM nächstes Jahr in Frankreich. Nimmt man die Chance wahr oder ist Ihnen im Moment einfach der Match wichtig? Nein, ich glaube, im Moment ist das nicht wirklich das Thema. Im Moment zählt wirklich einfach die EM. Wir haben jetzt ein Jahr lang auf die EM hingearbeitet und sind überglücklich, dass es jetzt endlich angefangen hat, dass wir das Turnier können starten konnten. Und jetzt im Moment zählt wirklich einfach das. Das nächste Spiel ist jetzt der volle Fokus und der Rest kommt dann irgendwann später. Danke vielmals. Frau Häuptli, ein bisschen Charakterprüfung heute, das erste Spiel im eigenen Land. Statt 2-0 ist das bessere Team. Und doch hat Ihr Team reagiert. Wie haben Sie das von der Seitenlinie her gesehen? Ja, ich glaube, wir sind zuerst eigentlich sehr gut in die Partie gestartet. Nachher den Penalty. Wir haben eigentlich nicht viel zugelassen, wenig Chancen. Und dann muss ich noch mal anschauen, ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, es sei nicht ein Foul, aber genau, das kann man nehmen. Wir haben wenig Torchancen zugelassen. Unser Pressing, das aggressive Pressing, gut funktioniert, oder das tiefe Verteidigen. Wir haben auch gewisse Umschaltmomente. Es sind aber wahrscheinlich mehr über die Standards in der ersten Hälfte gefährlich geworden und dürften dort halt auch einen machen. In der Pause haben wir 2-3 Details korrigiert, sind auch viel konstruktiver auch geworden. Und nehmen das Goal noch ein bisschen in einer blöden Spielphase rein. Dann haben wir taktisch haben alles auf eine Karte gesetzt, die Dreierkette, und nachher hat es gegriffen, macht 2-1 und 2-2 und nachher war es anstrengender gewesen, die letzte Viertelstunde, aber das gehört nachher dazu, oder? Alles reinlegen, wir sind voll an die Kante gegangen und ich glaube, man hat das Herzblut gespürt, wo die Mannschaft hat in sich. Sie sprechen die letzte Viertelstunde eigentlich als Gefühl, wenn Geraldine Reutler dort nicht fast 10 Minuten draußen ist und sie das 10. spielen müssen, liegt das 3-2 näher als sonst etwas in diesem Match. Haben Sie das auch so gesehen? Ja, aber meine Aufgabe ist nachher auf das reagieren, was passiert. Oder ich kann nicht in der Vergangenheit leben in einem Match. Und dann, wenn Geraldine draußen ist, sind sie immer das 10. und wir haben eigentlich auf alles eine Strategie. Und das hat uns heute geholfen. Also wir haben, glaube ich, in der zweiten Hälfte dreimal unser System wieder wechseln, weil wir eine Spielerin wieder draußen hatten, sie wieder ergänzt haben. Das zeigt aber auch unsere Flexibilität und sicher eine Stärke auch, dass wir auch rauskommen können, wenn eine Topspielerin nicht auf dem Platz steht. Reden wir schnell über das System. Sie haben angefangen und in der ersten Hälfte haben wir gesehen, es fehlt irgendwie ein Verbindungsstock in diesem Mittelfeld. Sie haben ja zwei Spielerinnen dabei mit viel Erfahrung und die auch gut die Verbindung machen können, also Talisha Lehmann und Geraldine Reutler. Wieso haben Sie sich in der ersten Hälfte noch nicht entschieden, dort den Wechsel zu machen, dass eine von Ihnen ins Zentrum geht, dort den Ball über transportieren? Gut, Geraldine hat im Zentrum gespielt, oder? Doch, sie hat auf der Hauptposition gespielt und Alice hat auf dem Flügel gespielt. Das Problem war mehr, also wir haben auch einen Gegner vor uns und die haben im Block relativ gut verteidigt und man wusste, es ist schwierig, die Halbräume zu finden in der ersten Halbstunde. Darum haben wir sehr viel Diagonalbau gespielt. Die Bälle sind auch gut gekommen, jetzt vielleicht nicht sehr gut angelaufen nachher auf dem Flügel. Und wir haben gewusst, dass nach dieser Halbstunde kommt aber auch eine Phase, wo wir nachher wieder konstruktiver werden können. Und in der zweiten Hälfte haben wir das nachher auch so gespielt, oder? Aber man muss natürlich auch aufpassen, man ist ein bisschen nervös.
dann kann man nicht in der fünften Minute schon Bau ins Zentrum stecken. Wenn man dort den Bauverlust hat, dann wird es halt einfach auch gefährlich hinten. Letzte Frage. Jetzt haben wir hier ein spezielles Setting an so einem Turnier. Sie haben die Gegner können vor dem Match eigentlich gesehen. Haben Sie sich das auch genommen, die Zeit, um dort den Gegner zu studieren? Und was können Sie eigentlich für am Samstag schon für Schlüsse ziehen von dem Gegner? Ich selber habe den Match nicht geschaut. Nein, ich habe mich voll auf uns konzentriert, auf unser Match. Mir ist klar, wir müssen hier Punkte in diesem Spiel. Alles andere ist nicht relevant. Wir haben gesehen, wir leben nur im Heute, in diesem Match. Und sobald wir den abgeschlossen haben, schauen wir wieder weiter. Aber wir haben natürlich unseren Chef-Analyst vom SFV-Doka, der den Gegner observiert hat. Das war vorher bei der Herren-WM. Unsere Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist in meinem Staff. Sie hat auch den Match geschaut. Ich werde mir den auf Video anschauen und dann ziehen wir eine gute Analyse daraus. Und wir haben auch hier natürlich so zwei, drei Strategien trainiert. Und die sehen wir dann am Samstag. Danke vielmals.